Ja, servus, ihr Genussmenschen hier auf YouTube und Bierliebhaber. Heute testen wir mal wieder ein Bier. Und zwar habe ich da eins bekommen vom lieben Ed. Und der wiederum hat es bekommen vom Alex. Und der Alex hat gemeint, der Ed sollte mir auch eine Flasche schenken. Gell? Auf diesen Weg, lieber Alex, vielen, vielen Dank. Und dieses Bier möchte ich heute mal testen mit euch. Und zwar heißt es Fürst Wallerstein Weißbier, gell? Also es ist ein Hefeweißbier, naturtrüb und ja, ich habe es noch nie getrunken. Aber gleich mal so eine Frische im Glas. So eine leichte Banane, kann ich jetzt einmal sagen, aber jetzt schenken wir es uns einmal ein, gell? Weißbierglasl. Schon mal nicht schlecht. Schöne Gelb, hellgelb schaut es aus. Eine wunderbare Krone. Übrigens probiere ich da eine neue Kamera aus. Gell. Ich hoffe, das haut alles so hin, wie ich mir das vorstelle. Was steht hinten auf der Flasche? Seit Jahrhunderten wird am Wallensteiner Felsen Bier nach uralten Familienrezepten gebraut und im legendären Felsenkeller zur perfekten Reife gebracht. Ein typisches bayerisches obergäriges Weißbier in der Tradition der Fürsten zu Wallerstein. Die Brauerei, wo gibt es die? In Wallerstein, ja. In Bayern. Jetzt probieren wir es einmal, gell? Also der Geruch ist schon mal sehr gut. Hefig, fruchtig. Die Banane, die habe ich sofort irgendwo in der Nase, gell? Also, Prost auf euch. Banane, Gewürze. Aber die Banane kommt voll durch, das hätte ich nicht geglaubt. Also ein Weißbier in der Art habe ich eigentlich noch gar nicht getrunken. Ist spritzig. Schönes Vanillearoma kommt durch. Süffig. Ein wunderbares Weißbier. Jetzt bin ich mal gespannt, wie meine Ewe das schmeckt. Ich muss jetzt meine Ewe mal probieren. Ich probiere es einmal. Ja, gern. Schauen wir mal. Bei der Evi, Lieblingsweißbier ist die alte Liebe vom Kugelbauer. Da habe ich ja das Glasl. Schmeckt gut, aber mir ist das dunkle Weißbier lieber. Vom Kugelbauer, ja, die alte Liebe, ja, 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 die müsst ihr euch auch nochmal vorstellen, ja. Ist auch hervorragend. Das Weißbier, ja. Aber nicht zu trotz, heute sind wir ja bei dem Wallerstein. Also ich finde es sehr gut, muss ich sagen, für, ja, Weißbier. Ungewohnt für mich, ja, weil dieser intensive, kann man schon sagen, Bananengeschmack, mhm, gell, den habe ich eigentlich bei sonst bei einem Weißbier eigentlich noch gar nicht so entdeckt. Also habe ich jetzt positiv überrascht, gell, das Weißbier. Ja, wie gesagt, das ist nicht schlecht, aber mein Geschmack ist nicht so. Also mir schmeckt das dunkle Weißbier besser.
Ich bin eingefahren auf ihre kugelweise alte Liebe. Die alte Liebe, ja, Kugelbauer. Ja, also wie gesagt, ein hervorragendes Weißbier, muss ich sagen. Ja. Hervorragendes Weißbier. Und kann ich nur empfehlen, Alex, gell, da hast du dann Ed und mir was Gutes geschenkt. Also wenn ich das mal irgendwo sehe, ich habe es auch noch nie irgendwo gesehen, muss ich sagen. Es ist ein richtig erfrischendes Weißbier. Und wenn es irgendwo einmal sieht, nehmen wir es auf alle Fälle mit. Gell. Punkte, die ich einmal sagen, das Weißbier, weil es für mich ja so ungewöhnlich ist und wirklich sehr gut, gebe ich dem Weißbier 8 Punkte. Also von 1 bis 10. Klasse Bier. Was man uns jetzt so schmeckt, die führen die miteinander. Und ich habe den Kopf geschüttelt, ich muss nicht sagen. So. Ja gut, wir haben ja dein Weißbier im Keller, so ist es ja nicht. Da drin ist ein Lohr. Also mir schmeckt es hervorragend. Gell. Das war es jetzt wieder für heute. Dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern.